Erleuchte mich, Vater. Alte Menschen mit Sonnenbrand, irre lachend und sich schnell im Kreise drehend, sind vielleicht schlau, aber nicht weise. Verstehe. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Und ja, ich denk mal, wir sollten mal den König betrachten. Papa ist kein Frühaufsteher. Er braucht viel Schlaf, sagt er immer. Aber einen guten Grund konnte er mir dafür bisher nicht nennen. Ey, Paps, müssen wir dich erst aufwecken? Wahrscheinlich müssen wir dich erst aufwecken. Hey, Papa, der Tag ist längst angebrochen. Hm? Was? Ivo, wie geht es meiner kleinen Lieblingstochter? Ich bin deine einzige Tochter. Und wenn ich 100 hätte, du bist und bleibst etwas ganz Besonderes. Alle 99 anderen allerdings auch. Wer weiß, wie man Komplimente macht, oder wie? Ist heute nicht ein wunderschöner Tag? Mal wieder. So wie die Raupen im Morgentau husten. Doch, dich scheint etwas zu beschäftigen. Sie hat mich eingesperrt wie ein kleines Kind. Streitet ihr euch wieder? Sie hat angefangen. Sie liebt dich. Und sie will nur mein Bestes. Wie kann es das Beste für mich sein, wenn sie mich ständig kritisiert und mich zwingt, Dinge zu tun, die ich gar nicht will? Sie glaubt, dass sie dich so am besten auf das Leben vorbereiten kann, das dich erwartet. Ich würde mir nur gerne selbst aussuchen, was das für ein Leben ist. Ich weiß. Deine Mutter versteht das nicht, weil sie nie diese Wahl hatte. Immer verteidigst du sie. Macht sie dich nicht manchmal auch wahnsinnig? Natürlich. Aber warum sagst du es ihr dann nicht? Spricht das Gnu vom Frühling, wenn der Schatten das Eichhörnchen kitzelt? Ich liebe sie. Es ist nur eine Phase. Sie wird sich ändern. Und wenn sie sich nicht ändern wird, werde ich sie nicht weniger lieben. Ich liebe euch beide, so wie ihr seid. Mit allen euren Fehlern und Macken. Oh, das hat aber schön gesagt. Mutter will, dass ich diesen Prinzen Lalilos heirate. Ich habe davon gehört. Ist es auch dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Ah, aha, also heirate ich ihn nicht? Leider gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Oh. Du bist eine Elfenprinzessin. Früher oder später musst du heiraten. Nur wann und wen, das würde ich am liebsten der Natur überlassen. Ich wünschte, du könntest Mutter davon überzeugen. Ich befürchte, ihr Vertrauen in deinen Männergeschmack ist ein wenig erschüttert seit... Du weißt schon. Sie möchte verhindern, dass dir noch einmal das Herz gebrochen wird. Deswegen hat sie jemanden ausgewählt, den sie für den richtigen hält. Du, Papa, hättest du das Artefakt des Schicksals damals benutzt oder hättest du es versteckt, so wie wir? Ich glaube, zu viel Macht korrumpiert jeden von uns. Aber du hast große Macht und hast sie nie für etwas Böses eingesetzt. Ich hätte mit dem Artefakt kranke Wälder geheilt. Ich hätte die Flüsse und die Luft gereinigt. Und dann hätte ich vielleicht Holzfäller verjagt und Fabriken der Zwerge zerstört. Aber ich hätte vielen Menschen helfen können. Dinge brauchen Zeit, Ivo. Erzwingt man Veränderungen, ohne dass ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie nicht von Dauer. Da hat er auf jeden Fall weise gesprochen. Erleuchte mich, Vater. Übelriechende Murlocs, irre lachend und sich schnell im Kreise drehend, erzürnen die humorlosen Götter. Darüber muss ich nachdenken. Erleuchte mich, Vater. Alte Menschen mit Sonnenbrand, irre lachend und sich schnell im Kreise drehend, sind vielleicht schlau, aber nicht weise. Verstehe. Erleuchte mich, Vater. Alte Menschen mit Sorgen geliebt sind verwirrend. Darüber muss ich... Okay, es scheint immer einen Start, ein Mittel und einen Endsatz zu geben, die einfach zufällig gewürfelt werden, oder wie? Erleuchte mich, Vater.
übelriechende, geleugnet von denen, sind verwirrend für die... Das ist interessant. Ja. Okay, übrigens... Ich muss dir etwas sagen, Vater. Aber ich weiß nicht wie. Du solltest dir nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist nicht gut für das Kind. Du weißt es? Kann ein Zebra rückwärts laufen? Wie konnte das passieren? Woher kommt es? Das weiß ich nicht. Ist es wichtig? Ist es. Und ob? Ich will wissen, was mit mir passiert ist. Dann suche die Antworten, Spätzchen. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Weil ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Und wenn es nicht gut wird? Dann ist es auch nicht das Ende. Der Typ ist irgendwie cool. Wenn selbst du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seefels reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Mit diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wie Schnecken, die auf Kohlrabi sitzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Erleuchte mich, Vater. Der gestreifte Kakadu und das hinkende Eichhörnchen, hoch auf dem Dach der Welt, sind ein liebreizender Anblick. Darüber muss ich nachdenken. Okay, tschüss. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Ist aber auch schon eine hübsche. Ja, okay, das speichert er scheinbar. Alles klar. Gut. Aber sonst haben wir hier... Oh, wir können nochmal quatschen. Mutter? Ja, Ivudora? Die Symbole auf den Steintafeln, was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen? Du überrascht mich. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel. Regen. Wasser, das aus der Erde quoll. Eine Quelle. Und Wasser, das im Mondschein badete. Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Ja. Unzufriedenheit, stetige Unzufriedenheit, weil man nichts hinnehmen kann und immer alles perfekt haben will, kann einen auch in physische Krankheiten treiben, du doofe Kuh. Dann lieber nicht alles andere als perfekt und dafür physisch psychisch gesund, als sich in psychische Krankheiten selbst reinzutreiben. Meine Güte. Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Und wenn ich ihn nicht mag? Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Sei nicht kindisch, Ivudora. Man kann Liebe nicht lernen. Die Mutti ist echt ein bisschen bescheuert, oder? Als du Vater geheiratet hast, wie lange kanntest du ihn da schon? Erst wenige Tage. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Er war der weiseste und stattlichste Elf, den ich je traf. Und wenn du ihn nicht geliebt hättest? Wenn du ihn vielleicht nicht mal gemocht hättest? Dann hätte ich ihn trotzdem geheiratet. Es ist die Pflicht einer Prinzessin, die Thronfolge zu sichern. Ob sie will oder nicht. Du wolltest auch nicht jeden Tag zur Schule gehen. Heute kannst du musizieren, malen, sprichst ein Dutzend Sprachen und hast erkannt, dass Bildung ein Geschenk ist. Vertraue mir einfach. Manchmal wissen nur Eltern, was das Beste ist.
Weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Ja gut, sich nicht aufzudrängen hingegen finde ich an sich erstmal nicht schlecht. Es kommt natürlich ganz auf die Situation an, aber ja. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. Du mich auch lächeln. So, Nur Priesterinnen ist es erlaubt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Bisher hat meine Mutter noch nicht versucht, mich zu einer Priesterin zu machen. Wenn ich Glück habe, bleibt es dabei. Du, Mutti, nichts. Schade. Gut, ja, dann... Nein, ich will nicht mit dem König sprechen. Ich will hier wieder weg. Hinab in den Garten. Vielleicht kann ich jetzt dem Buch sagen, hey, hast du irgendwie eine Ahnung? Das hier ist das Wasser aus einer Quelle. So viel ist klar. Rede mit dem Medizinbuch. Das weiß doch sicher Bescheid. Ich wünschte, es gäbe einen Anhaltspunkt, dass das Buch sich geirrt hat, aber leider ist es sich sehr sicher und ich weiß, es hat recht. Ich bin schwanger. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass ich hier weg muss, bevor Mutter etwas erfährt. Der Erzmagier in Seefels wird wissen, was zu tun ist. Das ist doch nicht Rede mit dem Medizinbuch. Aber na gut. Wasser vom Himmel. Wasser vom Himmel. Nö. Und aber... Oh, warte mal, das Ende des Regenbogens. Nate meinte mal, Regenbögen würden nie die Erde berühren. Wilbur mochte das nicht glauben. Hier sehen wir, wer recht hatte. Nein. Aber... Sag an. Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Ich nehme die Abkürzung. Sonnenblumen betrachten, schön und gut. Man kann durch das Fernrohr fast den Waldrand sehen. Aber ich kann den Elfenhain nicht einfach verlassen. Mutter würde mir das nicht verzeihen. Und es lauern viele Gefahren dort draußen. Ja gut, aber ich würde sagen, für diesen Part sollte es dann auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.